Hallo und herzlich willkommen zu Skyrim. Ja, Mjoll ist wieder da. Ich habe keine Ahnung, ob es erfolgreich gewesen ist oder nicht. Sieht nicht zufrieden aus. So, ich habe einfach irgendwas, habe ich hier nochmal an die Wände geklatscht. Ich habe mir wirklich zu meiner solche Reisen zu unternehmen. Die Weiten von Himmelsrand zu durchqueren, hat mein Herz stets mit Begeisterung. Verwunderung ist mir aufgefallen. Das Regal habe ich vollgekriegt und da war dann schon finito. Den habe ich einfach mal hängen lassen, weil wir ja damals hier den Typen da weggehauen hatten, der hier die Sadia abgreifen wollte. Ja, und hier habe ich ausgetauscht. Die haben wir in der letzten Folge haben wir die eingesammelt. Na, ich komm. Mach dran, Gutes. Ja. Ich habe halt nur die. Ah, ne. Hat sie doch die. Ah, doch, hat sie doch die richtigen Handschuhe. Ich mag die Fingerlosen nicht. Oder? Egal. Oh, ein wunderbarer Morgen. Elia! Hm? Hör mal, wie sieht das aus hier so gewinnetechnisch? Sehr gut, meine Dame. 89.000. Also gut. Das ist ordentlich, dafür, dass ich nie hier war. So. Eine Sekunde lang ein schöner Morgen und dann bricht hier wieder starkes Gewitter aus. So, und was habe ich gesagt? Wir reisen Richtung Mülzulft. War eine dreiste Lüge. Weil mir ist aufgefallen bei der Planung, dass das echt ein weiter Weg wäre jetzt bis nach Mülzulft. Da wären wir, glaube ich, die halbe Folge nur mit Reiten beschäftigt. Und dann bei dem Wetter hier, ne? Das will ja keiner. Ui! Habt ihr gesehen? Erst aus dem Blitz ist der aufgetaucht. Schnell weg. Wer weiß, was das für einer ist. So, also wir sind wesentlich näher an Leben voller Abenteuer und voller Liebe. An Markart dran. Und in Markart müssen wir noch mal einen Auftrag für die Diebesgilde erledigen. Und dann haben wir hier den Fiel. Dessen bescheuerte Briefe ich einfach nicht aus dem Inventar rausbekomme. Solange wie die Quest eben noch läuft. Und deswegen machen wir erstmal hier den Fiel. Da wären jetzt seine beiden Spione, die haben wir jetzt abgegrast. Das ist echt nicht schön. Bei dem Wetter hier. Los, keine Pausen mehr. Wir müssen den Weg nach Einsamkeit. Problem ist nur, ich weiß nur noch, dass Fee da irgendwo in den Hügeln bei Markart sich rumtreibt.
Aber wo jetzt genau? Kajitze. Kamerad. Ich werde es tun. Ich euch hier schon erwische Bernstein her und das bin ich auch. Drei Wahnsinnserz. Ja, heiliges Blechle. Ups. Ja, komm. Möge euer Weg euch bewahren. Dich auch, Rizard, dich auch. Da müssen wir hin. Na gut. Aber ich glaube, dann gehen wir eben kurz mal nach Markart rein. Fälschen die Einträge und dann quasi auf dem Rückweg schneiden wir dann bei Fie rein. Vor allem, ich habe ja gemerkt, hier ist ja meistens Wetterumschwung, sobald ich hier in Markart reinkomme. Ah. Wird weniger, oder? Der schönste Schmuck in ganz Markart. Ach, guck an, der Nepo, der ist mein Nachbar. Die Leichen sind auf jeden Fall weg. Gut. Jedes Stück ein Meisterwerk rotwardonischer Handwerkskunst. Es regnet noch, aber ist kein Wolkenbruch mehr. Da. Ach komm. Machen wir irgendwann anders.
uns nicht die Oberhand gewinnen. Da. Dass der sich hier irgendwo in den Bergen verstecken muss, ne? Guten Tag. Mhm. Ismael reist mit einer Talmor-Karawane nach Morrowind. Gut gemacht. Sie werden vom Südwesten nach Himmelsrand einreisen und an der Spaltsteinschlucht vorbeikommen. Zufälligerweise habe ich einige Kundschafter entlang der Straße. Trefft euch mit ihnen und versucht gemeinsam die Karawane zu überwältigen. Klingt gut. Hier, das ist für euch. Erhalte. Ich werde dafür sorgen, dass euer Mann sicher da rauskommt. Passt auf euch auf da draußen. Mache ich. So. Dann gibt's hier einen schicken, verbliebenen Krummsäbel. Verbliebenen Kapuze. Verbliebenen Schild. Der Ebenarm. Der Boden bebt. Die riesigen Armeen setzen ihren unerbittlichen Kampf fort. Das Schlachtfeld ist rot. Der Fluss ist purpurfarben. Der Himmel strahlt in sattem Dunkelrosa. In der Ferne ist ein Blitz zu sehen. Dann donnert es. Zwei große Raben ziehen ihre Kreise über dem Schlachtfeld. Ihr schwarzes Gefieder hebt sich deutlich von den verschiedenen Rottönen des Todes und des Leids ab. Die hellen Blitze und das Donnern nehmen zu. Das Rot des Schlachtfelds wird von einem goldenen Glühen aus dem Osten überstrahlt, beinahe wie ein Sonnenuntergang im Sommer. Im falschen Sonnenuntergang erscheint ein riesiger goldener Hengst mit seinem Reiter. Plötzlich wird es ganz still auf dem Schlachtfeld, denn beide Seiten erkennen Raymond Ebenarm, den Kriegsgott. Begleiter und Beschützer aller Krieger, als auch schwarzer Ritter bekannt, mit seinem mächtigen Schlachtross namens Kriegsmeister. Er reitet in die Mitte des blutgetränkten Schlachtfeldes und steigt ab. Er ist eine sehr imposante Erscheinung. Sein großer und muskulöser Körper ist in eine Ebenerzrüstung gekleidet. Unter seinem Ebenerzhelm quillt rotblondes Haar hervor. Sein Bart schimmert golden und unter seinem Helm blitzen seine stahlblauen Augen hervor, deren Blick jeden durchdringt. In seiner Linken hält er einen mächtigen Turmschild, der von einer flammenden Rose geziert wird. Als er seinen rechten Arm hebt, sehen alle, dass dieser in einer Ebenerzklinge endet. Die Verschmelzung von Arm und Schwert symbolisiert die Wunden, die dieser Gott während der gigantischen Schlachten zu Anbeginn dieser Welt erlitten hat. Die Raben landen auf seinen Schultern und als es so scheint, als würde die Ebenerzklinge den Himmel berühren, fährt ein Blitz herunter und der Donner grollt. Dann herrscht absolute Stille und beide Armeen erschaudern. Die Anführer beider Armeen nähern sich Raymond Ebenarm und knien nieder. Sie berichten beide von ihren Gründen für diesen Krieg. Raymond Ebenarm hört zu, lässt jedoch nicht erkennen, ob er die eine oder die andere Seite in diesem Kampf bevorzugt. Allerdings haben beide Anführer die Standpunkte des anderen vernommen und beide wissen, dass dieser Krieg grundlos ist. Sie umarmen sich und wenden sich an ihre Armeen.
Sie befehlen ihren Streitkräften, die Toten zu begraben, ihre Wunden zu versorgen und nach Hause zurückzukehren. Raymond Ebenarm besteigt sein riesiges goldenes Schlachtross mit dem Namen Kriegsmeister, hebt seine Ebenerzklinge erneut gen Himmel und steckt beide Armeen seinen massiven, mit der Rose verzierten Ebenerzschild entgegen. Beide Armeen jubeln ihm laut zu. Die Raben schwingen sich in die Luft, Blitz und Donner folgen ihm, als er mit den beiden Vögeln in den Sonnenuntergang reitet. Die Armeen tun, was ihnen aufgetragen wurde. Sie versorgen die Verwundeten und begraben die Toten. Als sie sich auf dem Heimweg machen, ist sich jeder Krieger sicher, dass der große Gott Raymond Ebenarm, der schwarze Ritter, ihre Gebete um Einhalt erhört hat. Jede Seite hat gewonnen, keine hat verloren. Als die Armeen das Schlachtfeld verlassen, wird das Wasser der Flüsse wieder klar und eine einzelne rote Rose erblüht auf dem Grab eines gefallenen Helden. So, Handschuhe, Stiefel und Rüstung. Also, Rüstung Nummer, ich weiß nicht wie viel. Was war das? Wo ist denn wieder Mjoll? Ach da, Entschuldigung. Ich dachte, du kämpfst wieder gegen Drachen. Gut. So. Und jetzt könnt ihr auch sehen, warum. Weil wir wieder hierhin müssen. Wir müssen wieder den ganzen Weg, müssen wir wieder zurück. Selbst auf Abenteuer. Ja. Das sagst du immer so. Ach, Bärchen. Lass gut sein. So, da den Turm traue ich mich immer noch nicht dran. Das war beim letzten Mal, war das verbuggt. Ich weiß, dass da noch eine Anniversary Quest ist, aber... Entweder finde ich das Journal, was die triggert, oder eben ich warte, bis ich nichts mehr zu tun habe, dann gehe ich da nochmal hin und hole das Teil. Ich bin auf dem Weg nach Einsamkeit, um in die Armee einzutreten. Ist mir egal. Naja, und vielleicht kommt uns das Wetter ja zugute. Lass es doch. Der kleine Bärchen. Der Witz ist, wir haben ja in der letzten Folge, glaube ich, hier die Quest mit den Pilger, mit der Pilgertour da fertig gemacht, ne? Wenn ich jetzt versuchen würde, wieder so eine Kreuzritterrüstung zu tragen, könnte ich gleich wieder von vorne anfangen. Deswegen, eigentlich finde ich die Kreuzritterrüstung ganz cool, weil erstmal sieht die ja cool aus, ne? So eine Erinnerung an Oblivion. Und zum anderen ist es, glaube ich, echt eine Herausforderung,
ja hier keine Scheiße zu bauen. Ne? Also keine Morde, nichts klauen, kein gar nichts. Ne? Um die Rüstung tragen zu können. Tag, Resat. Du wolltest gerade schlafen. Dann schlaf doch. Sonst schläfst du für immer. Also sowas nicht. Was ihr könnt, sagt der mit dem Schwert im Herzen. Aha. Ja, Inge, Timer mitgekriegt. Dass wir dagegen sind. Gut. Katze? Na. Guten Tag, Männers. Ihr sagt gar nichts. Direkt Attacke. Okay. Machen wir direkt Attacke. Was war das? Ist da jemand? Guck mal. Jetzt gehört unsichtbar. Das war doch nur ein Versehen. Alter, habt ihr gesehen, wie Null den ungewiesen. Flieht er jetzt oder was? Nee, er flieht nicht. Jetzt ist Schluss. Genug. Ich ergebe mich. Njol. Njol. Ja gut, dann ja, es tut mir leid. Ich habe daneben geschossen. Aber der war unsichtbar, den konnte ich nicht sehen. Na gut, aber dann gibt's halt nochmal hier eine verbliebenen. Wer ist denn Ismael? Knochenschaber. Na gut. Wie soll denn der Typ... Ach, guck an.
Raket! Bitte, habt Erbarmen! Ich flehe euch an! Ja, sicher, das Raket. Vielen Dank. Da verschwindet er einfach. Die Alekir. Ich wäre wohl nie in die Alekir-Wüste aufgebrochen, hätte ich nicht in einer kleinen Taverne in Schildwacht Weltern getroffen. Weltern ist ein rotwardonischer Dichter, dessen Verse ich gelesen hatte, aber nur in einer Übersetzung. Er hat sich nämlich entschieden, in der alten Sprache der Rotwardönen zu schreiben, nicht auf Tamrielisch. Ich habe ihn einmal nach dem Grunde dafür gefragt. Das Talmirellische Wort für das himmlisch wohlschmeckende Kind gärender, seidiger, gepresster, saurer Milch ist Käse, sagte Welter, während ein gewaltiges Grinsen sein pechschwarzes Gesicht wie einen Sonnenaufgang erhellte. Das alte rotwardonische Wort dafür ist Mulau. Sagt mir, wenn ihr ein Dichter wärt, der beide Sprachen fließend beherrscht, welches Wort würdet ihr verwenden? Ich bin ein Kind der Städte und ich berichtete ihm vom Lärm und der Verderbtheit, von wilden Nächten und entfesselter Energie, von Kultur und Dekadenz. Er hörte mir mit ehrfürchtiger Bewunderung für meine Geburtsstadt zu, die Kaiserstadt aus weißem Marmor, wo alle Bürger überzeugt sind von ihrer Wichtigkeit. Sind sie doch dem Kaiser so nah und sind doch ihre Straßen so prächtig? Sie sagten, dass ein Bettler auf den Prachtstraßen der Kaiserstadt ein Mann ist, der in einem Palast wohnt. Bei einem Krug Würzbier erfreute ich Welter mit Beschreibungen des belebten Marktplatzes von Sturmfeste, der finsteren grüblerischen Granfeste, der von Schimmel überzogenen Villen, von Limmet, der wunderbaren gefährlichen Gassen, von Hellstrom und der stattlichen Alleen des großen alten Einsamkeit. Und bei all diesen Geschichten war er voller Erstaunen und er stellte Fragen und machte Anmerkungen. Ich habe das Gefühl, eure Heimat zu kennen, die Alekir-Wüste, weil ich eure Gedichte kenne, obgleich ich noch nie dort war, sagte ich zu ihm. Oh, da irrt ihr euch. Kein Gedicht kann die Alekir wirklich zum Ausdruck bringen. Es kann euch vielleicht auf einen Besuch vorbereiten, weit besser als der beste Ratgeber, aber wenn ihr Tamriel wirklich kennen und ein Bürger der Welt sein wollt, dann müsst ihr hinausgehen und die Wüste am eigenen Leib erleben. Ich habe etwas mehr als ein Jahr gebraucht, um meine Verpflichtungen zu beenden, Geld zu sparen, meine größte Herausforderung und das Leben in der Stadt gegen das in der Alekir-Wüste zu tauschen. Als Reiseführer kaufte ich mehrere Bände mit Welterns Gedichten. Eine heilige Flamme erhebte sich über das Feuer, die Geister großer Männer und Frauen ohne Namen, längst tote Städte erheben sich und fallen in der Flamme des Offenbarungsliedes der Diskori. Bestehende Mauern und todloser Stein, feuriger Sand, der heilt und zerstört. Diese ersten sechs Zeilen aus dem Werk von des Staubes Unendlichkeit, Unsterblichkeit, hatten mich auf meinen ersten Blick auf die Alekir-Wüste vorbereitet, obgleich sie ihr kaum gerecht werden. Mein armer Stift ist nicht in der Lage, die Strenge, die Pracht, die Vergänglichkeit und die Beständigkeit der Alekir wiederzugeben. Alle Fürstentümer und Grenzen, die die Nationen dem Land auferlegt haben, lösen sich unter dem wandernden Sand der Wüste in nichts auf. Ich wusste nie, ob ich gerade in Antiphilos oder in Bergama war. Und nur wenige der Einheimischen konnten es mir sagen. Für sie und damit auch für mich waren wir einfach in der Alekir. Nein, wir sind ein Teil der Alekir. Das kommt der Philosophie der Wüstenbewohner näher. Ich sah die heilige Flamme aus Welterns Gedicht an meinem ersten Morgen in der Wüste. Ein gewaltiger roter Nebel, der aus den geheimnisvollen Tiefen Tamriels zu kommen schien. Lange vor der Mittagssonne hatte sich der Nebel schon aufgelöst, dann sah ich Welterns Städte. Ein Windstoß und die Ruinen der Alekir erhebten sich aus dem Sand und mit dem nächsten sind sie schon wieder verschwunden. Nichts hat Dauer in der Wüste, aber nichts stirbt für immer. Bei Tageslicht erstreckte
versteckte ich mich im Zelt und dachte über das Wesen der Rotwardonen nach, das sie dazu bringt, sich in diesem ungezähmten, ewigen Land niederzulassen. Sie sind von Natur aus Krieger. Als Gruppe gibt es keine besseren. Nichts hat für sie einen Wert, wenn sie nicht dafür gekämpft haben. Für die Alikir müssten sie gegen niemanden kämpfen, aber die Wüste selbst ist ein mächtiger Gegner. Und der Kampf geht noch immer weiter. Es ist ein Krieg ohne Zorn, ein heiliger Krieg in dem Sinn, den der Begriff ihm meinen sollte. Bei Nacht konnte ich das Land an sich in seiner relativen Ruhe betrachten. Aber diese Ruhe war nur oberflächlich. Die Hitze und das Licht, mit denen die Steine brannten, stammte nicht von der Sonne und auch nicht von den Monden. Jone und Jode. Die Macht der Steine kommt direkt vom Herzschlag Tamriels. 2 Jahre verbrachte ich in der Alikir. Diese Worte hier schreibe ich bereits im Schildwacht nieder. Wir sind im Krieg mit dem Königreich vom Dolchsturz und dem Besitz des grasbedeckten Felsens, der zu den Gewässern der Iliak-Bucht gehört. Alle Dichter, Autoren und Künstler, die ich kenne, verachten die Gier und den Hochmut, der diese Leute in die Schlacht treibt. Das ist ein Tiefpunkt, eine Tragödie, in den Worten der alten Rotwardonen eine Akaia, eine Abwärtsspirale. Und doch darf ich nicht der Trauer verfallen. In den Jahren, die ich inmitten der Pracht der Alikir verbrachte, habe ich die ewigen Steine gesehen, die den Menschen überdauern, in diesem weglosen, formlosen, sich nie und doch immer verändernden Land habe ich mein inneres Auge gefunden. Inspiration und Hoffnung sind ewig, wie die Steine der Wüste, auch wenn der Mensch es nicht ist. Tja, nice. Noch ein Säbel. Eine Strongbox. Ja, nach dem Buch tut mir das ja richtig leid hier um die Krieger. Aber was müssen die sich auch da unsichtbar machen? Ist doch Quatsch. Haben wir alles hier? I hope so. So, und das Fiese ist, ich muss jetzt doch wieder dann hier zurück zu Fiel. Will ich aber nicht. Ich tritt jetzt hier nochmal meine Nemesis an. Und zwar mich auf die Suche nach der ominösen Mine hier zu machen. Wenn ich mich richtig erinnere, dann dürfte das ein Banditenlager sein, wo eine Mine hinten dran ist, ne? Ah, guck. Diesmal muss ich nicht 100 Jahre suchen. Ja, das geht ja dann. Das geht ja dann. Alter, willst du den Fuchs erschlagen? Er hat den Fuchs erschlagen. Weil ich nicht schnell genug war. Er haut einfach den Fuchs tot. Wie macht er denn sowas? Verkackter Ork. Junge, du skalierst mit. Solange ihr noch könnt.
Haben wir alles hier schon? Galgenschluchtmine. Normalerweise komme ich hier immer nachts. Vulkanblasbogen. Keiner mehr hier? Was ist das Ding? Drei Mann haben das Ding hier bewacht. Ja, denn? Ei. Dann wollen wir mal gucken, was da drin los ist. Nix. Nie genug Gold. Brauch nur einen guten Fang. Danke dir, Mjoll. Super lieb von dir. Ihr hättet mich auf dem Höhepunkt meiner Abenteurerkarriere erleben sollen. Ich war furchtlos und bin zu viele Risiken eingegangen. Aber genau darum ging es ja. Ich muss den Bogen tun, deswegen schleiche ich hier, Mjoll. Er stürmt direkt auf Mjoll los. Haben wir's, wa? Mehr gibt's hier wohl nicht. Drei draußen vor der Tür. Ich bin mir ziemlich sicher, dass der Anführer einen Schlüssel hat. Ne? Aber ich frage mich, ob ich Schlossknacken zweimal auf 100 kriege. Machst du Licht? Licht, bitte. Ach, Mjoll.
Hier ist wirklich keine Sau. Komisch. Aha, danke, Mjoll. Ich muss gerade dran denken, ne? Das hat ja heute hier so geplästert hat. Und ich bin da an mindestens einem Angelspot bin ich vorbeigekommen. Und das ist wahrscheinlich der Grund, warum ich keine Zwergensonnenbarsche habe. Weil ich halt bei Regen will ich einfach nur... Ich weiß nicht, also diese Mod, ne, die ist so heftig. Deswegen, also wenn da so ein Gewitter aufzieht, fühlt sich wirklich beklemmend an. Wenn ihr in so einem Gewitter oder so einem Schneesturm drin seid, ihr wollt einfach nur... Boah, Gock, was war das denn jetzt hier für ein Kamerading von dir? Krass, ja, Albträume. Stell mal vor, du wachst morgens auf... Und der krabbelt ja auch immer. Also wie so ein Hund krabbelt der da abends immer unter die Bettdecke. Machst morgens die Augen auf und dann siehst du das Gesicht. So ist das halt, ne? Ich habe zwei Töchter und einen Gock. Du bist mir aber tausendmal lieber als die verwöhnten Drecksbälger hier, ne? Also die Jungen. Die sind alle irgendwie, sind ja alles AKs, alles Arschlochkinder, die Jungen hier. Die Mädchen, die tun mir immer hier so tut leid, weißt du, die eine, die haben wir da in Windhelm beim Blumenverkaufen adoptiert. Die andere rennt dir in Weißlauf hinterher, weißt du, und wird von Breno hin, dem besoffenen Bettler, wird die betteln geschickt. Auch gleich mit adoptiert. Aber den Junge da in Dämmerstern, der da eine Mine knüppeln muss, da habe ich keinen Bock drauf. Den will ich nicht haben. Na gut. Ich liebe die kühle Luft. Sie ist anregend. Echt? Vielleicht liegt es an meinem Nordblut, aber sie gibt mir das Gefühl, lebendig zu sein. Ja, ist doch wunderbar. So, und an der Stelle bedanke ich mich fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen, auch wenn heute... halt bisschen verregnet war. Ne? So, und ich glaube beim nächsten Mal, ich sag besser nichts. Mal gucken, was mir beim nächsten Mal einfällt. Ich wünsche euch was. Bye bye.